Servus, in diesem Video schauen wir uns einen möglichst non-destruktiven Workflow zum Bearbeiten von RAW-Bildern in Photoshop an. Non-destruktives Arbeiten startet eigentlich schon bei der Auswahl von Bildern. Deswegen habe ich hier mal drei verschiedene Beispiele aufgemacht. Es gibt ja die Möglichkeit, entweder Bilder zu löschen, wenn man sie nicht haben will, oder einfach die besten herauszupicken, indem man zum Beispiel Sterne vergibt. Non-destruktiv wäre in diesem Fall zum Beispiel Sterne zu vergeben. Ich würde als Beispiel sagen, okay, all diese drei Bilder gefallen mir halbwegs gut, also gebe ich ihnen allen eine 1-Sterne-Bewertung. Dann sage ich, diese zwei hier gefallen mir aber besonders gut, dann gebe ich denen 2 Sterne und dann das beste Bild zum Beispiel bekommt 3 Sterne. Das Ganze kann man auch über Farben machen, über Beschriftungen und dann auswählen, zweite Wahl genehmigt, Überprüfung, bla bla bla. Aber in dem Fall bleiben wir bei den Sternen. Um nun tatsächlich auch nur noch die Bilder zu sehen, die wir tatsächlich sehen wollen, können wir hier oben bei dem Filter auf 1 oder mehr Sterne, 2 oder mehr Sterne und so weiter begrenzen. In dem Fall wollen wir nur unser bestes Bild sehen und in dem Fall sind das 3 Sterne. Das ist unser ausgewähltes Bild und das können wir jetzt bearbeiten. Jeder, der schon mal in der Bridge gearbeitet hat, weiß jetzt, wie kommt der RAW-Konverter und so weiter. Wir können aber auch einfach das Bild direkt öffnen mit Photoshop. In Photoshop selbst sollte sich jetzt hier das Bild im RAW-Konverter öffnen. Hier können wir unsere ganz normalen RAW-Anpassungen machen, wie üblich. Um besonders non-destruktiv zu arbeiten, versuchen wir hier möglichst keinen Kontrast hinzuzufügen, sondern eher Kontrast herauszunehmen. Dadurch geben wir uns nachher in der Datei, die wir in Photoshop weiter bearbeiten, deutlich mehr Spielraum. Zum Beispiel können wir die Tiefen etwas anheben und die Lichter etwas absenken. Diesen Effekt können wir nachher in der Bearbeitung in Photoshop wieder umkehren, um dasselbe Ergebnis zu erlangen. Aber somit bekommen wir einfach etwas mehr Informationen zum Arbeiten in den Tiefen und in den Lichtern. Ich würde jetzt zum Beispiel in diesem Bearbeitungsschritt keinen Kontrast hinzufügen. Dadurch werfen wir wertvolle Bildinformationen weg, die wir vielleicht nachher noch brauchen könnten, vor allem zum Beispiel in der Haut. Also lassen wir das hier auf 0. Haben wir nun alle Bearbeitungen am RAW vorgenommen, die wir vornehmen wollten, können wir das Objekt öffnen. Wichtig ist hierbei jetzt die Einstellung, die hier unterm Bild zu finden ist. Hier können wir auswählen, in welchem Farbraum wir das Bild öffnen möchten. Um die meiste Farbinformation zu erhalten, ist entweder Adobe RGB oder Profoto RGB zu verwenden, aber Adobe RGB ist weiter verbreitet, deshalb wählen wir den Standard. Dann die Farbbittiefe. Ich empfehle immer 16-Bit, da am meisten Information erhalten bleibt. Wenn man sehr schnelle Workflows bedienen muss, die etwas weniger Qualität voraussetzen, kann auch hier schon auf 8-Bit begrenzt werden. Dabei wird aber sehr, sehr viel Bildinformation weggeworfen. Deshalb würde ich da einfach auf 16-Bit pro Kanal arbeiten. Die Punkte Bildgröße und Ausgabeschärfe lassen wir einfach unberührt. Hier sollten keine Haken gesetzt sein. Ein sehr wichtiger Punkt zum non-destruktiven Arbeiten ist allerdings hier unten, in Photoshop als Smart-Objekte öffnen. Ist dieser Haken gesetzt, wird automatisch das Bild als Smart-Objekt in Photoshop geöffnet. Was das für Folgen hat, zeige ich euch gleich. Dieser Haken sollte also definitiv gesetzt sein, um non-destruktiv zu arbeiten. Jetzt klicken wir auf Objekt öffnen und jetzt sind wir auch hier schon in Photoshop und wir sehen nun, dass dieses Bild nicht als Hintergrundebene, sondern als Smart-Objekt geladen wurde. Durch das Laden als Smart-Objekt haben wir jetzt die gesamte RAW-Datei in der PSD eingebettet und können zu jeder Zeit wieder die gesamten Flexibilitäten des RAWs ausleben, wie wir sie brauchen. Um nun möglichst non-destruktiv in Photoshop weiterzuarbeiten, erstellen wir erstmal von dieser Ebene ein Duplikat mit Command J. Dadurch haben wir jetzt hier genau dasselbe oben drüber nochmal. Diese können wir als erstes schon mal rastern, dann haben wir schon mal einiges mehr Bearbeitungsfreiheiten mit diesem Bild. Wir können auf dieser Ebene ganz normal malen, so wie wir das auf jeder anderen Ebene machen könnten und darunter liegt allerdings noch das Rohbild. Das Problem daran ist allerdings, wenn wir unter diesem Bild nun Veränderungen vornehmen wollen, geht das nicht mehr, weil diese Ebene das gesamte Bild bedeckt. Eine bessere Variante wäre also, eine leere Ebene oben drüber zu erstellen und nun auf der zu arbeiten. Stempeln wir also zum Beispiel nun etwas weg, werden nur die Bereiche, die wir tatsächlich bearbeitet haben, auch verdeckt. Das heißt, möchte ich darunter eine weitere Ebene positionieren und beispielsweise hier drüben einen Strich hinmalen aus irgendeinem Grund, dann kann ich das machen, ohne die Bereiche hier zu bearbeiten. Ich demonstriere das mal. Nur da, wo ich vorher gearbeitet habe, wird auch etwas verdeckt. Farbbearbeitungen müssen allerdings trotzdem oben drüber getätigt werden, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Wir können auf dieser leeren Ebene jetzt mit fast allen Retuschewerkzeugen von Photoshop arbeiten,
wie zum Beispiel den Bereichsreparaturpinsel oder den Kopierstempel. Aber wichtig dabei zu beachten ist, dass hier oben aktuelle und darunter angewählt ist. Wenn hier aktuelle Ebene angewählt ist, passiert einfach nichts, weil wir nur die aktuelle Ebene kopieren und stempeln und bearbeiten. Ist aktuell und darunter gewählt, nimmt das Tool alle Ebenen auf, die auch unter der leeren Ebene liegen. Zum Beispiel eben das Bild, das darunter liegt. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben hier unsere Stempelarbeiten erledigt. Im nächsten Schritt zeige ich euch jetzt, wie man möglichst verlustfrei gradet, also Farben und Helligkeitswerte bearbeitet, die das gesamte Bild betreffen. Wollen wir zum Beispiel nun das gesamte Bild aufhellen oder dem gesamten Bild mehr Kontrast geben, lege ich oben drüber eine Kurvenebene und kann hier meine Korrekturen vornehmen. Wenn ich jetzt allerdings auf der unteren Ebene eine Änderung vorgenommen habe, die zum Beispiel dem Kunden nicht passt, zum Beispiel ein Muttermal entfernt, das er gerne da hätte, kann ich trotzdem die Bearbeitungsebene einfach ausblenden und hole mir meine sämtlichen Bearbeitungen wieder zurück. Und das, obwohl ich hier oben drüber die gesamte Farbe des Bildes verändert habe. Würden wir auf einer Ebene arbeiten und nun hier direkt auf der Ebene zum Beispiel die Gradationskurve anwenden, zum Beispiel indem wir hier wieder einen Kontrast hinzufügen, ich mache einfach mal irgendwas Extremes, können wir nicht mehr davon wieder zurück. Wenn ich jetzt die Bearbeitung hier wieder rückgängig machen möchte, muss ich diese oberste Ebene entfernen, meine Veränderungen machen und dann wieder meine Bearbeitungen durchführen. Der Sinn vom non-destruktiven Arbeiten ist es also, immer möglichst zu den vorhergehenden Arbeitsschritten zurückgehen zu können und wieder Änderungen rückgängig machen oder Änderungen weiter bearbeiten zu können. Ein weiteres Tool beim non-destruktiven Arbeiten sind Smart-Objekte und Smart-Filter. Manchmal kommt man nicht ganz drum rum, dass man alles auf eine Ebene zusammenlegen muss und hier drauf Bearbeitungen anzuwenden. Ein Beispiel dafür wäre das Verflüssigen-Werkzeug oder gewisse Filter. Verwenden wir jetzt hier als Beispiel mal den Gaußschen Weichzeichner. Wenn ich den Gaußschen Weichzeichner auf das ganze Bild anwende und dieses bestätige, ist es wieder eingebrannt auf diese Ebene. Möchte ich darunter etwas verändern, geht das nicht. Ich muss wieder zurück, alle meine Schritte wiederholen und wieder von vorne den Gaußschen Weichzeichner anwenden. Die deutlich bessere Option wäre, aus dieser Ebene vorher ein Smart-Objekt zu machen. Das geht ganz einfach über Filter für Smart-Filter konvertieren. Wenn ich nun einen Filter auf dieses Smart-Objekt anwende, zum Beispiel wieder den Gaußschen Weichzeichner, kann ich den Filter nicht nur aus- und einblenden, sondern ich kann auch diese Filter auf eine neue Ebene kopieren. Möchte ich also darunter Änderungen vornehmen, kann ich diese Ebene einfach ausblenden, wieder alles auf eine Ebene zusammenfassen und die Filter auf diese Ebene kopieren. Nur diese Ebene mit den Veränderungen, die wir getroffen haben, wieder genau denselben Effekt erhalten wie die Ebene davor. Eine andere Art und Weise, mit den Smart-Objekten zu arbeiten, wäre zum Beispiel, die Smart-Objekte zu bearbeiten und dann die Smart-Objekte zu öffnen, um innerhalb der Smart-Objekte wieder Veränderungen vornehmen zu können. Das heißt, ich kann auf dieses Smart-Objekt einen Filter anwenden, wie zum Beispiel verflüssigen. Wie zum Beispiel diesen verflüssigen Filter, diesen unglaublich kreativen verflüssigen Filter. Wende ihn nun an. Möchte ich jetzt allerdings mein Bild weiter bearbeiten, kann ich auch das Smart-Objekt öffnen. Das öffnet sich dann hier in einer neuen Datei. Ich kann jetzt hier weitere Bearbeitungen vornehmen. Um das zu verdeutlichen, male ich jetzt hier einfach mal eine Linie drauf. Speichere das Ganze ab. Und komme dann zurück in mein Objekt. Und mein Smart-Objekt wurde aktualisiert. Und die neue Bearbeitung wurde wieder genauso verzerrt wie die, die ich vorher getroffen habe. Und somit kann ich wieder zu meinen gesamten vorhergehenden Arbeitsschritten zurückkehren. Das soll soweit schon mal gewesen sein, wie man möglichst verlustfrei in Photoshop arbeitet. Das waren so ein paar kleine Tipps. Noch mehr Tipps gibt es auf meiner Webseite, wie man verschiedene Filter anwendet und so weiter. Aber das ist einfach mal ein kleiner Überblick, wie der Workflow aussieht, wie man durch so eine Bildretusche durchgeht. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.